Alle Schwede, das hat auch gar nicht wehgetan, was sie gerade gemacht haben. Stütz. Kurz mal hinsetzen. So, da aufstehen. Fürs Speichern. Ich glaube, hier unten habe ich Ruhe, oder? Bin ja jetzt nicht mehr in deren Herrschaftsgebiet, sage ich mal. Ist hier jetzt irgendwas Neues? Nee, ne? Da ist auch immer noch ein Relikt. Da auch. Komme ich da jetzt eigentlich hin? Warte mal. Stopp, rechte Taste. Einfach nach unten laufen, also hier runterlaufen jetzt. Wait a second, ist das ein anderer Shop? Hallo? Was hast du denn? Ich bin der Stiktyachiltinka-Stil-Dialin Talkunar. Tribut an wen? Ukilich konitschachil kukulkan? Hey, kukantikov tanchumuk titulakal baschkonte kino. Ich verstehe. Nibola Lischik, weißt du noch? Tja, man ich wabash. Bogen, Bogen. Hashmalo ba hasta yeya hin ishetail. In wochel janu me yachtitech. Kann ich beide kaufen, ne? Hashmalo ba hasta yeya hin ishetail. Was müsste ich denn jetzt noch verkaufen, damit ich das kaufen kann? 200 oder so brauche ich nur noch. In wochel janu me yachtitech. So, hatte sie hier drüben noch irgendwas? Was ich noch nicht hatte. Achso, die verkauft tatsächlich nichts. So großartig. So, warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Die werden mich da nicht durchlassen, okay. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Stopp, ich muss gerade buddeln. Danke. Darf ich hier bitte raus? Danke. Was zum? I don't know. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wieso hättest du im letzten Mal noch nicht mitgenommen, dass hier so offen rumliegt? Ah, weil ich es noch nicht konnte. Oder ich hab's nicht gesehen. Das kann nicht auch sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Leder ist nicht voll. Das können wir noch looten. Das können wir definitiv mitnehmen. Das ist Öl, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Hallo? Danke. Die Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Charqui und Chunyos sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln. Köstlich. Story abgeschlossen. Alltag der Inka. Okay. Da komme ich später erst hin wahrscheinlich. Ich
Das ist aber, ich kann mir noch mehr Pfeile herstellen, ne? Wie sind wir denn? 35 sind wir jetzt. Ja, das ist, so kann man damit arbeiten. Ich triggert immer noch, dass ich das eine hier nicht finde. Aber gut. Onoratu! Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Auge der Schlange, den Bergtempel betreten. Wir haben hier eine Quest. Hey Lara, hast du mal kurz Zeit? Uchu und ich haben nur geplaudert und... Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Onoratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst, und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Okay. Okay. Dann möchte ich gerne erstmal dahin. Ich gehe mal davon aus, dass das dann unten in den Salzminen ist, weil wir werden ja von da aus, von da gehen wir dann hier runter, eventuell sogar hier lang und kommen dann da raus. Also hier so lang gehe ich mal von aus. Dann kommen wir hier hin, kriegen das dabei, das eventuell noch mit, weil wir werden von hier wahrscheinlich dann einfach hier runter gehen. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, okay, dann nicht. Da ist das Haus. Hey! Oh, let's go! Oh. Injum, Injum! Goten! Letiei Shik! Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Uba kachau? Utanil pachkin zilob?
Jete le utzul balo, zu tasig le pachkin zilti. La much kilichku nesahilo, tu yohel tajo binyume. Kupakik shiwo, kutsakan kilob, tijun pelum, tu tealintobe, katulaj bisob, bele innae kohan. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Nib olal. Zum Markt gehen. Also, hier ist er gleich hier vorne. Verzeihung. Ai, Schick. Basti helupachtal in Wantikeche. Ich suche Kuali, den Sohn von Kabil. Otsile Schipalo. Chimali, Huntul Achkimesach Kukulkan. Ukalmach Tihumpel, Tunkaste Kiwiko. Tupati Kukuchuleahau, Tialubeita Luboti Kusipil. Danke. Schick, tech utzili schick. Diese blöden Kultisten. Tech aschikin. Komm ich von hier aus überhaupt hin? Nee, da wollte ich tatsächlich nicht hin. Sorry, du standst gerade im Weg. Gerade glaube ich nicht laufen. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Ein großer Sprung, findest du nicht? Hatsch haktak, a wochel tik bash, kintuklik, kintuklike, malob kaek much, lemehen kisonova kaek bulob, tulakalob. Awal guajes yumil, bey, uyume uajkananil kan, vale le tie ma. Und jetzt, Jamir sprechen. Okole unaju bota lucipil. Hallo. Ey, tech ishik, le itzulul kolele. Masag? Ja, freut mich, dich zu treffen. Ui, hach malof, Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Ma bashali. In yume uach kananil kan yumkin. Tin chahu kilich chotov. In westi inetailov. Jetil tuyilach. Shanach kanan chimali. Le tie u yohel. Bashel ubetik. Tenim yum waka. U yohelt. Tin chah u chotove. Le betike tupulach te kanalot kakali. Ah, vielleicht kann ich was tun. Hach hach. Ni bolal. Gern geschehen. Patiki, Lenukuchmakov, Telamantats, Kutoholchin Tikonov, Balete Chetawanton, Bashakatik. Was willst du? Shit, Tenkintan. Bashakatiki Shik, Bey, Bashtihelu Pachtal, Ek Antiket Shane? Ich möchte Kuali helfen. Shan Chahech, Sot Ushotkintantal, Tealukimesal, Mishbalku Pachtal Ek Petik. Sole Chimali, lach kanano, upekmech. Würde Chimali dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Was denn? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Malov, uts! Kupachtala walik ti Kuali, kaujilon teaktuno. Letie ujohel tushi, telo minan sachven silil ti. Mach ich. Konesh, asto, raimi, la kinteneshi, samin, kanant ekpachi. Zoke, Genesh al-Kabil, teaktuno. Patenet patch ishik, jan ek ilik, kapach chak akuchul, tignal kuali. Chimali, mehenkisin!
palitzinkan sokol. Janin kaka lo shikech. Bey, ton shano mehein pimil llama. Al kapnanesh! Al kapnanesh! Oko leunahu bota lucipil. Alab olal. Chinchi wo. Kinkat. Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Maschitsch. Jemand, der helfen will. Mainkat kauchuk lebaloba. Cheninkat katoch chakuyol inna. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Malob. Heleshiwoba. Alkapnen. Tuhajilawol. Nibolal. Dass sie ihm die Kräuter aber nicht abgenommen haben, finde ich ein bisschen strange. Gibt es hier noch sonst irgendwas zu holen auf dem Ring? Wir machen uns bei den Einheimischen zum Teil beliebter, zum bösen Teil unbeliebter. Womit ich leben kann. Warte mal, der Kleine gehört doch zu den Dingen, sind vielleicht immer noch. Sorry. Ich hab's eilig. Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Hier, die helfen dir. So, und jetzt... Überall diese blöden Wachen, ne? So, mit Ö, da kommen wir nicht dran, glaube ich. Deswegen müssen wir den langen Weg nehmen. Kann der Leiter nicht springen? Was ist das denn? Ich will doch nur schneller hoch. So, und bitteschön. Du bist als Erste zurück. Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenty macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenty perfekt. Ich hätte Quenty nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenty suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenty mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Wieso habe ich das Gefühl, dass das... Ja, ich habe es geahnt. Ich hoffe, ich trigger jetzt nicht irgendwas, wenn ich jetzt gleich hier reingehe. Vielleicht nämlich... Yo, sorry, Lara. Tut mir fast schon leid. Weil ich jetzt nämlich die Abkürzung hier lang nehme.
Dann gehe ich, glaube ich, schneller da unten an. Ja, gut. War jetzt nicht so grazil, wie ich es gerne gehabt hätte. Ah, na, hier. Bei dem weißen Baum. Der ist doch nicht weiß. Na, egal. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Ja, und da saßen wir auch schon drauf, Lara, oder dran, Lara. Ich glaube tatsächlich, jetzt kommen wir da halt erst durch. Als es zu einer Quest gehörte. Na. Ja. So. Da ist der Eingang. Ah, jetzt ist der auf einmal offen. Ja, aber natürlich. Achso, weil der Typ da ja reingegangen ist. Ja, logisch. Natürlich ist das Ding jetzt offen. Oh, mit Fallen gespickt, dieser Ort anscheinend auch. Sehr schön. Gefällt mir nicht. Oh, der hat alle Fallen ausgelöst, die er konnte, wa? Holy moly. Nachdem die von der Krankheit ausgehende Gefahr gebannt war, erfuhren wir, dass Lopez bereits wieder fort war. Während einige von uns einen Verrat vermuteten, sorgten sich andere um sein Wohlergehen. Uns blieb nichts anderes übrig, als in der Stadt zu bleiben, und das aus zweierlei Gründen. Sollte Lopez wieder zu Sinnen kommen und das Artefakt zurückbringen, wären wir bereit. Falls nicht, wäre dies der beste Ort, um unsere Suche fortzusetzen. Wir trafen eine Vereinbarung mit dem König, der uns die Rolle seiner Garde, Ärzte und Priester überließ. Okay. Dummer König. Sorry. Schlitz. Etwas stimmt nicht. Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manco sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Ach, hier unten kann ich meine Sammlung dann ja ansehen. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wo das dann drin ist, ne? Von daher, immer schwierig. Oh, ich darf meinen Bogen hier ziehen. Das gefällt mir irgendwie nicht. I don't know why, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Warum ist hier das Loch noch nicht offen, wenn der hier ist? Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Wer hätte das erwartet? Und auf der anderen Seite ist auch noch einer. Da muss ich aber drüber springen, weil ich glaube, die werden... Ah ne, die sind da, die Totenköpfe. Ja gut, okay, alles klar.